Eines Tages stand Jesus an dem Ufer des Sees von Genezareth, während das Volk sich um ihn drängte, um Gottes Wort zu hören. Er sah zwei Boote am Ufer. Die Fischer waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Also stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, es ein wenig vom Land wegzubringen. Dann setzte er sich und fing an, die Volksmenge vom Boot aus zu lehren. Als Jesus fertig gesprochen hatte, sagte er zu Simon: Fahr du hinaus ins tiefe Wasser, und dann lasst ihr eure Netze zum Fangen hinunter. Simon antwortete: Lehrer, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und nichts gefangen. Aber auf deinen Befehl hin werde ich die Netze hinunterlassen. Als sie dies getan hatten, fingen sie so viele Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen. Sie winkten ihren Partnern im anderen Boot, dass sie herbeikommen und ihnen helfen sollten. Sie kamen und sie füllten beide Boote, bis sie fast untergingen. Als Simon Petrus dies sah, warf er sich vor Jesu Knien nieder und sagte: Bleib weg von mir, mein Herr, weil ich ein sündiger Mann bin. Denn er war fassungslos, er und alle seine Gefährten, aufgrund der Menge der Fische, die sie gefangen hatten. Ebenso seine Partner, Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus. Da sprach Jesus zu Simon: Hab keine Angst. Von jetzt an wirst du Menschen fangen. Sie kehrten in den zwei Booten ans Land zurück, ließen alles zurück und folgten Jesus nach. Einmal war Jesus in einer der Ortschaften, als ein Mann voller Aussatz ihn sah. Er verneigte sich vor ihm und flehte ihn an. Er sagte: Herr, wenn du willst, kannst du mich heilen. Da streckte Jesus seine Hand aus, berührte ihn und sagte zu ihm: Ich will, sei gesund. Und sofort verschwand die Lepra von ihm. Dann befahl ihm Jesus: Erzähle keinem davon, sondern gehe zum Priester. Zeige dich ihm und bringe da, was Mose verlangt hat, als Nachweis für die Leute, dass du geheilt worden bist. Trotzdem verbreiteten sich die Nachrichten über Jesus noch mehr, sodass die Menschenmengen ständig zu ihm kamen, um ihn zu hören und Heilung von ihren Krankheiten zu erhalten. Doch er zog sich oft an unbewohnte Orte zurück, um zu beten. Eines Tages, während Jesus lehrte, waren einige Pharisäer und Religionsexperten anwesend. Sie waren aus allen Dörfern in Galiläa und Judäa und aus Jerusalem gekommen, und er heilte die Kranken durch die Kraft Gottes. Da kamen einige Männer, sie trugen einen gelähmten Mann auf einer Schlafmatte. Sie versuchten, ihn ins Haus zu bringen und ihn vor Jesus zu legen. Aber wegen des Gedränges fanden sie keinen Weg, ihn hineinzubringen. Deshalb stiegen sie auf das Hausdach. Und ließen ihn auf seiner Schlafmatte durch eine Öffnung in den Dachziegeln hinab in die Mitte vor Jesus. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Mann: Lieber Freund, deine Sünden sind dir vergeben. Da begannen die Religionsexperten und die Pharisäer zu sich selbst zu sagen: Wer ist das, der Gott so lästert? Wer kann Sünden vergeben außer Gott allein? Jesus erkannte ihre Gedanken, also fragte er sie: Warum denkt ihr dies in euren Herzen?
Was ist leichter für mich? Zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder zu sagen, steh auf und geh. Aber ich werde euch beweisen, dass der Menschgewordene die Vollmacht auf Erden hat, Sünden zu vergeben. Dann sagte er zum Gelähmten, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Schlafmatte und geh nach Hause. Sofort stand er vor ihnen auf, hob auf, worauf er gelegen hatte und ging nach Hause. Dabei lobte er Gott. Alle waren erstaunt und lobten Gott. Vor Ehrfurcht ergriffen sagten sie, wir haben heute Wunder gesehen. Danach ging Jesus hinaus und sah einen Steuereintreiber namens Levi, der an der Zollstelle saß. Er sagte zu ihm, folge mir. Da ließ er alles stehen, stand auf und folgte ihm. Dann machte Levi ein großes Festessen für Jesus in seinem Haus. Eine riesige Menge von Steuereintreibern und anderen Leuten saßen und aßen mit ihnen. Da murrten die Pharisäer und ihre Gelehrten über seine Jünger und sagten, warum esst und trinkt ihr mit Steuereintreibern und nicht praktizierenden Juden? Jesus antwortete ihnen, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um die Rechtschaffenen zur Umkehr zu rufen, sondern die Sünder. Sie sagten zu ihm, die Jünger von Johannes fasten und beten viel, ebenso die Jünger der Pharisäer, während deine Jünger ständig essen und trinken. Jesus sagte zu ihnen, könnt ihr die Hochzeitsgäste fasten lassen, während der Bräutigam bei ihnen ist? Aber wenn die Zeit kommt und der Bräutigam von ihnen genommen wird, werden sie in jenen Tagen fasten. Dann erzählte er ihnen dieses Gleichnis. Niemand schneidet einen Flicken aus einem neuen Kleidungsstück aus, um ihn auf ein altes Kleidungsstück zu setzen. Denn das Neue wäre zerrissen und der Flicken selbst unpassend für das Alte. Und niemand gibt Traubensaft in einen alten Wasserschlauch. Denn sonst wird der Wasserschlauch beim Gären aufgespalten. Der Wein wird auslaufen und der Wasserschlauch wird zerstört. Vielmehr wird neuer Saft in einen neuen Wasserschlauch gegeben. Niemand, nachdem er reifen Wein getrunken hat, will den Jungen, denn er sagt, der Reife ist besser.